Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei einem nächsten Part von The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Im letzten Part hatten wir ja den Dungeon betreten und uns schon weit hier vorgearbeitet. Wir sind quasi gar nicht mehr so weit entfernt von der letzten Tür, wohinter der legendäre Boss dann lauert. Aber wer das ist, das werden wir dann gleich zusammen herausfinden. Und ich denke mal, in dem Part werden wir den Dungeon jetzt auch schaffen abzuschließen. Was danach kommt, werden wir dann noch sehen. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen einfach mal weiter. In der letzten Folge haben wir ja geschafft, hier den Lavafluss wieder in Gang zu setzen, wodurch wir jetzt hier rüber können. Und das machen wir jetzt dann auch direkt. Da warten auch schon wieder einige Gegner auf uns. Der Lavafluss ist wieder intakt. Das ist gut. So. Nur noch das hier aktivieren. Das hier die Kalkwaffe. Kann uns nichts. Und was wir aus der letzten Folge auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die Mogma, beziehungsweise der Chef von den Mogmas, der Boss, Goldo heißt er, der hatte uns gesagt, dass es doch hier, kurz vor der letzten Tür, zwei schlafende Statuen gibt, beziehungsweise eine schlafende Statue und eine wache Statue. Und wir sollen zu der schlafenden Statue ins Maul springen. Genau, das und das, genau. Da müssten wir hier wahrscheinlich runterspringen. Steht wahrscheinlich auch hier dann auf dem Stein. Genau, Brücke der Entscheidung. Glaube an dich, sei mutig und schreite voran. Genau, wir sollten zur Schlafenden springen. Ich meine, ist das eine gute Idee, wenn wir jetzt schon da hingehen? Oder sollen wir erstmal... Ne, da geht's gar nicht mehr lang. Okay, ja, da müssen wir da hinspringen, ja. Dann ist das so. Dann auf und davon. Und tatsächlich öffnet sich hier die Brücke. Wie aus Zauberei. Hier wartet auch ein weiteres Wandbild der Göttin auf uns. Die Himmelsfalter sind jetzt weg, oder was? Oh, hätte ich sie vorher einsammeln müssen. Gut. Dann Himmelsstrahl. Und zeichnen. Ich glaube, wir nehmen mal wieder Rubine. So, sieht ein bisschen mehr aus wie eine Flamme, aber ja, war nicht so perfekt gezeichnet, deswegen haben wir nur grüne und blaue gekriegt. Beim letzten Mal hatten wir ja das große Glück, 100 Rubine aus so einer Wand zu ziehen. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil wir halt diese Rubinen-Medaillen dabei haben. Hier warten jetzt gleich zwei von der stärkeren Form der Exile Force. Sammeln wir mal schnell ein. Ja. Wir haben nämlich den anderen Hauch drauf. Kein Feuer, sondern dass du dich halt nicht bewegen kannst und nicht zuschlagen kannst. Natürlich ganz clever gewählt. Genau, man muss einfach nur auf die Seite schlagen, wo sie halt nicht ihren Steinarm haben. Finde ich. Man muss einfach nur auf die Seite schlagen, wo sie nicht ihren Steinarm haben. Und dann werden die auch quasi sehr schnell dazu gezwungen, in die Verteidigung zu gehen. Und machen dann halt diese komische Animation, wo sie einen auslachen. Und dann hat man die halt die beste Chance, genau dann herauszufinden, ob man von unten oder von oben drauf schlagen muss. So. Wir müssen hier hoch. Hier drunter ist nichts.
kommen wir auch so hoch. Perfekt. So. Was haben wir denn hier? Eine Truhe wahrscheinlich. Ist hinter uns noch was? Nee. Immer noch mal nachgucken. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Oh, hier ist auch wieder so eine Wand. Aber vorher sammle ich dann die Himmelsfalter mal ein. So. Hoffe, das klappt dann immer noch. Ja, das klappt immer noch. Ja. Also Himmelsfalter farmen oder beziehungsweise sammeln kann man auf die beste Art dann halt an diesen Wänden. So, dann holen wir uns noch Marubine. Weil Herzen haben wir ja genug. Okay, der hat Herzen erkannt. Sah für mich jetzt nicht so ganz aus, aber gut. Wenn das Spiel das so sieht, dann sieht es das so. Hier noch mehr von diesen Viechern, ne? Aber auch nicht, ey. Mistvieh. So. Hier ist wieder unser Greifhaken. An der Ordnung. Den einsammeln. Natürlich. Natürlich. Von hier noch bestimmt, oder? Ja, gerade so. Gerade so. Perfekt. Truhe nehmen wir mit. Schade, hätte mich mehr über ein Herzteil gefreut, aber wir haben ja schon in der letzten Folge eins hier im Dungeon gefunden. Du hast einen Schattenkristall erhalten. Dieser äußerst seltene Kristall beinhaltet die konzentrierte Boshaftigkeit eines Monsters in kristallisierter Form. Gut. Nehmen wir mit. Können wir sicherlich noch irgendwie gebrauchen. Aber naja. Sind unter uns, ne? Oh. Da ist der Meisterschlüssel, beziehungsweise das Puzzleteil wieder. Und ich nehme mal an, wir sollen Licht in die ganze Sache bringen. Lesen wir doch erstmal den Stein, oder können wir das nicht in der Dunkelheit? Doch. Führe das Licht dem Weg der Flügel folgend. Leuchten alle Statuen, so wirst du den Schatz des Königs erblicken. Dann tun wir das doch. So, Nummer 1. Nummer 2. Wahrscheinlich müssen wir in der richtigen Reihenfolge die Sachen betätigen. Heißt, wir sind damit schon mal falsch. Ja. Wir müssen ja auf die Flügel achten. Das war Nummer 4, wenn man es richtig gesehen hat.
So, machen wir erstmal hier den Weg frei, dann können wir uns dann gleich besser bewegen. So, und dann nochmal aufs Neue. So. Das ist Nummer 1. Da ist Nummer 2. Ja, 3, 2, so. So. Und so. Ja. Und natürlich kommt jetzt hier das Monster auf uns zu. Und komm mal her. Und tschüss. So schwer sind die dann nicht. Muss man halt nur darauf hoffen, dass sie den richtigen Winkel treffen. Dass man sich schön hinter die anschleichen kann, um halt das Hinterteil zu treffen. Dreimal das Ganze. Je nachdem, wie lang die sind. So, und dann können wir uns hier ganz entspannt das Puzzleteil holen. Du hast den Mysterienkristall erhalten. Einige der schwach leuchtenden Kristallquadrate scheinen zu fehlen. Ja, da müssen wir den gleich wieder zusammenfügen mit denen, die an der Tür sind, ne? Würde ich mal vorschlagen. Da müsste das doch dann wieder vollständig sein, oder müssen wir jetzt noch weitere finden? Das glaube ich nämlich nicht. Weil wir jetzt nah dran sind an der, genau, Aura der Flamme. An der letzten Flamme. Der roten Flamme. Die grüne und die blaue haben wir ja schon. Und noch eine Fee. Nehmen wir doch einfach mal mit. Kann man nie genug haben. Verzieh dich. Ja, gibt es hier irgendwo noch was zu sammeln? Scheinbar nicht. Ja. Dann schaue ich nochmal auf die schlaue Karte, ob wir dann wirklich auch alles abgedeckt haben. Auch auf der unteren Ebene haben wir alles. Oh, ging das doch schneller als gedacht. So. Dann öffnen wir mal die Tür. So, Schloss betrachten. Sieht aus wie so, so ein Schlüssel, der nach unten zeigt. So. Okay. Drehen wir das Ganze mal ein bisschen. Ha. Der hier scheint schon richtig zu sein. Und einfügen.
Jetzt bin ich mal gespannt, wer der letzte Gegner ist hier in diesem Tempel. Na Link, du lebst auch noch. Treffen wir uns also schon wieder. Dass wir uns andauernd über den Weg laufen. Der Faden des Schicksals scheint uns miteinander zu verbinden. Sieh dir das an. Das Schoßhündchen der Göttin Impa, oder? Das Zeitportal, das sie zerstört hat. Ist es möglich, dass noch ein weiteres existiert? Vortrefflich. Ich habe eine Ewigkeit nach einem zweiten Zeitportal gesucht. Ja. Aber es gab nicht die kleinste Spur. Ich war geradezu verzweifelt. Ich frage mich sogar schon, ob ich dieses süße Mädchen je wiedersehen würde. Aber nun, eine solch freudige Nachricht. Es gibt noch ein Zeitportal. Um meinem König wieder in diese Welt zu bringen, ist dieses kleine Mädchen unerlässlich. Und jetzt ist dieses Ziel zum Greifen nah. Die Verzweiflung weicht von mir. Aber was mache ich nun mit dir, lieber Link? Wenn ich mich zitieren darf, ich versprach, ich würde dir dein Leben zur Hölle machen. Was würdest du sagen, wenn ich dies zurücknehme? Naja. Spuck einfach nur aus, wo sich das Zeitportal befindet. Mir kannst du es doch sagen. Du weißt doch, wo es ist, oder nicht? Auf keinen Fall. Ach, du kleiner Trotzkopf. Da muss ich dich eben zwingen, es mir zu sagen. Na, diese sanfte Haut, diese geschmeidigen Muskeln, wunderschön. Sieh nur genau hin. Bewundere mich, das bin ich. Meine wahre Gestalt, ein makelloser Körper, ein bildschönes Äußeres. In dieser Gestalt fehlt es mir nur an einem. Sehr selbstverliebt. Selbstverliebt der Typ, wirklich. An Erbarmen. Wir sind durch den Faden des Schicksals miteinander verbunden. Link. Dieser Faden. Ich werde ihn mit deinem Blut färben. Dunkelfürst Girahim. Wieder einmal. Ich meine, einmal haben wir dem ja schon auf die Schnauze gehauen. Alter. Okay. Scheint auf jeden Fall einige neue Tricks zu haben, der Typ. Da hätt's nicht mit gerechnet, ne? Boah. Ey, zum Beispiel.
Wieder jedes Mal kontert, ey. Das kann nicht wahr sein. Wie schnell der ist, ey. Ja. So. Wie abhaut. Wusste es ganz genau, da ich dich treffe. So. Ja, jetzt hat er 4, genau. Nein, da hab ich noch gar nicht hingeschlagen, ich hab nach oben geschlagen. Auf die Schnauze. So. Zeitportal wirst du nie kriegen, ey. Schmieriger Typ, ey. Kommt Runde 2 oder was? Wow! Alles klar, der hat direkt Doppelschwerter am Start. Perfekt. Kann ich zurückgeben? Na, muss man wieder die Lücke finden. Ähnlich wie bei diesen, Skelett-Typis. Diese Stahlforce-Ritter, ne? Ja, verzieh dich, ey. Lässt immer die linke Flanke offen. Also aus meiner Sicht. Ja, ja. Was jetzt? Na komm. Na komm. Ist ja gar kein Problem hier. Machst du jetzt? Da wollte er gerade ansetzen. Kannst du wieder. Kannst auch wieder. Aua. Ja. So. Wow, die verfolgen einen. Okay. Wow. Hätte ich kommen sehen müssen. Macht er ja immer danach. Okay. Was machst du jetzt? Ha! Das war's, oder was? Du, kleiner Narr. Ich bin Girahim, der Dunkelfürst. Interessiert mich nicht. Auch mit deinem ach so legendären Schwert bleibst du bloß ein Kind und dennoch wagst du es. Unwürdiger Bengel, mein Zorn ist unendlich und unvergänglich. Wie lange es auch dauert, du solltest brennen und leiden. Tja. Nicht heute. Und ich vergaß, wir kriegen ja noch einen Herzcontainer. Du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Lebensenergie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Bling, da ist es. So. Das heißt, wir bräuchten jetzt also nur noch 2 Herzteile und 4. Das macht 6. 6 Herzteile noch. Ja. Dann haben wir alles voll. Das ist super. Das freut mich sehr. So, hier haben wir dann auch direkt das nächste Symbol. Gehen wir mal durch. Schau mal, wie es an dem Altar der Heiligen Flamme aussieht. Und wie unser Schwert danach aussieht, nachdem wir es verstärkt haben. So, Fei. Walte deines Amtes. Oh, sorry. Ich muss das ja vorhin aktivieren. So.
Wie sieht das Schwert danach aus? Dins Flamme hat dein Schwert gestärkt. Es hat nun die Kraft, das Böse zu vertreiben. Das dritte Symbol leuchtet auf unserem Handrücken. Gebieter, dank der drei heiligen Flammen hat das Schwert nun seine wahre Form angenommen. Du besitzt nun das Masterschwert. Jawohl. Jetzt kannst du das Zeitportal im Tempel des Siegels öffnen. Ich empfehle, zum Tempel des Siegels zurückzukehren. Jo. Machen wir doch. Aber vorher holen wir uns noch das Herzteil. Oh, Marugo. Bist du noch da? Nee. Ah, guckt es euch an. Es sieht so geil aus. Das Masterschwert, Freunde. Ja, wer schon mal ein Zelda-Teil gespielt hat, der weiß definitiv, wovon ich gerade rede. Aber eins fällt mir gerade auf. Das Masterschwert sieht irgendwie ein bisschen anders aus, als es eigentlich soll. Aber seht mal, auf unserem Rücken, die Schwertscheide hat sich auch geändert. Worin das Schwert steckt. Und es ist deutlich länger geworden. Also deutlich länger. Und ja, in Wirklichkeit war das Schwert der Göttin die ganze Zeit über das Masterschwert. Es hat nur an Stärke gefehlt. Ja. So, hier war das Herzteil, glaube ich, versteckt. Das hatte der Stein gesagt. Genau. Können wir da einfach nur durch? Oder müssen wir ein bestimmtes Rätsel dafür lösen? Oder es wird uns quasi geschenkt. Es wird uns quasi geschenkt. Seht es euch an. Schön von den Feen umflogen hier. Du hast ein Herzteil erhalten. Sammle 4, um deine Lebensenergie um ein Herz zu erhöhen. Dir fehlt nur noch ein weiteres. Genau. Insgesamt nur noch 5. Dann haben wir nämlich die letzten zwei auch noch. Es läppert sich, Freunde. Dauert nicht mehr lang. Dann haben wir alles voll. Sind hier noch irgendwelche Sachen versteckt? Käfer, Herzchen. Okay. Ja. So, jetzt würde mich mal interessieren, ob wir jetzt noch was machen können in der Richtung hier. Ansonsten würde ich vorschlagen,
gehen wir einfach mal dann wirklich zum Tempel des Siegels und schauen mal, was da dann abgeht. Auch mit der alten Frau, was sie dann noch zu berichten hat, die Hüterin. Sieht nicht so aus, als könnten wir hier was machen. Oder? Sieht nicht so aus. Naja. Gut, dann halt nicht. Ist hier noch eine Statue? Ich kann mich nicht erinnern. Nee. Oh, da oben ist immer. Ach, da waren wir schon. Da ist aber zum Graben. Da kommt man hier wieder hoch. Nee, kommt man nicht. Gut. Probieren wir es auf die altmodische Art. Ja, von hier hoch. Schauen wir mal genauer nach. Jetzt gerade als wir die neuen Grabklauen dann da bekommen haben, die Mokma-Klauen quasi, man direkt wieder ein bisschen skeptisch, dass da, wo man mal war, dass da jetzt auf jeden Fall dann wieder was ist. Gerade wenn es halt um diese Löcher geht, die man halt graben konnte. So. Ne, ist keins. Okay. Dafür haben wir es aber jetzt nochmal nachkontrolliert. So, Ringkäfer nehmen alle noch mit. Jawohl. So, und dann ab zum Siegel. Turm des Siegels. Beziehungsweise Tempel des Siegels. Aber vorher würde ich sagen, machen wir noch einen kleinen Abstecher, oder? In den Bazar. Ja. Besser ist das. Aber wir haben ja jetzt auch eine neue Flasche. Die können wir dann auch direkt mit in unser Inventar nehmen. Wir haben die Quest. Mit der Lagerfrau noch. Wir müssen noch Juwelen der Güte sammeln. Die restlichen. Von den ganzen Nebenquests. Ist noch einiges zu tun, Freunde. So. Dann gehen wir erstmal zu der Lagerfrau, würde ich sagen. Ach, da bist du ja schon wieder. Hab ich dir etwa gefehlt? willst du vielleicht ein paar Sachen hier verstauen? Ja, ja. Dafür bin ich ja hier. Aber gern, bitte sehr. So, wir nehmen eine Flasche mit und dafür tun wir hier so eine Rubinmedaille weg. Eine können wir noch lassen, würde ich sagen. Ja. Vielen Dank. So, perfekt. Können wir eine von den Flaschen, würde ich mal sagen, einmal voll machen mit dem Herztrank. Was ist los?
macht er denn nicht? Das hier ist ein Herztrank, erfüllt sage und schreibe ganze 8 Herzen auf. Ohne solch einen Trank würde ich mich nicht ins Abenteuer stürzen. Eine Flasche davon kostet nur 20 Rubine. Was sagst du dazu? Her damit. Du musst einen Herztrank erhalten. Setz ihn als Taschenitem ein, um 8 Herzen wieder aufzufüllen. Vielen Dank und vergiss nicht, wenn du diesen Trank verfeinern möchtest, wende dich an meinen Mann. Genau das habe ich vor. Willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gibt es einen Trank, den du verfeinert haben möchtest? Ja, ja. Zeige dir, welche deiner Tränke ich verfeinern kann. Ein Herztrank, ne? So. Brauchst du dafür 3 Himmelsfalter, ein Firon, oder Firo Riesenkäfer und ein Markmarienkäfer. Ja, haben wir mehr als genug. Verfeiner mal bitte. Sehr wohl. Dann werde ich den Trank jetzt verfeinern. Ist das in Ordnung? Sicher. So soll es sein. Es dauert nur einen kurzen Augenblick. Und fertig. Hier, bitte sehr. Du hast einen Herztrank V erhalten. Dieser verfeinerte Herztrank füllt all deine Herzen wieder auf. Wenn ich noch einen deiner Tränke verfeinern soll, sag mir bitte Bescheid. Kannst du den nochmal verfeinern? Tatsächlich. Nämlich zu Herztrank SV. Füllt deine Herzen auf. Alle deine Herzen auf und sogar zweimal einsetzbar. Dafür muss man aber einiges, ja, hier, ne, diese Sandzikade muss man, die auch nicht einfach zu kriegen ist. Die Dekobiene, da haben wir 61 Stück, die kriegt man hinterhergeschmissen, wenn man so einen, ja, Bienenstock findet. Kostet auch nur 30 Rubine, also ist alles noch im Rahmen. Würde ich sagen, holen wir den auch erstmal. Sehr wohl. Dann werde ich den Trank jetzt verfeinern. Ist das in Ordnung? Sicher. So soll es sein. Es dauert nur einen kurzen Augenblick. Und fertig. Hier, bitte sehr. Dankeschön. Du hast einen Herztrank SV erhalten. Dieser starke, verfeinerte Herztrank. Den kannst du zweimal genießen. Er füllt all deine Herzen wieder auf. Oh. Du hast keine Tränke mehr, die ich verfeinern könnte. Wende dich einfach an meine Frau Xia, wenn du neue Tränke kaufen möchtest. Jo, mach ich. Aber im Moment ist alles noch im Rahmen hier. Deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal wieder raus. Und schauen uns vielleicht erstmal im Wolkenmeer noch ein bisschen um. Oder? Oder sollen wir erst zum Tempel gehen? Was meint ihr? Ich meine, die Truhen können wir auch hinterher noch holen, aber... Ah, hier sind zwei... Hier eine versteckt? Nein. Genau, da hat sich das mit der Bombe markiert. Ne, gehen wir erst zum Tempel. Gehen wir erst zum Tempel. Bin auch gespannt, was jetzt passieren wird. Mit den Herzteilen müssen wir dann nochmal genau gucken, wo die restlichen noch sind. Bin auf jeden Fall sicher, dass eins von denen auf jeden Fall noch in den Truhen ist. Also von den Artefakten der Göttin. Diese Truhen, die hier im Wolkenmeer sind. Auf jeden Fall noch ein Herzteil irgendwo dabei, wenn nicht sogar zwei. Ja, und wir müssen ja nochmal in alle Gebiete und die restlichen Artefakte der Göttin ja auch noch holen. Ne? Die haben wir ja, wenn wir eben hier beim Vulkan Eldin haben wir ja noch gesehen, da im Vulkankrater quasi, dass da auch noch ein Artefakt der Göttin war. Also alle haben wir noch lange nicht.
So, wie man sehen kann, hier gibt es scheinbar nichts mehr. Aber was ist das? Hä? Das war vorher aber noch nicht da. Hat Bardo das gebaut? Das Katapult. Und eine Riesenbombe. Wow. Wow. Okay, die können wir sogar aufheben. Alles klar. Boah. Knapp noch gekriegt. Ah, wir hätten den Bogen auch noch aufwerten können. Ah. War so viel? Was man unterwegs vergisst. Egal. Er ist stark genug, der ist auf der zweiten Form. Alles gut. So, gehen wir mal in den Tempel. Und sagen der alten Frau, beziehungsweise der Hüterin Bescheid, dass wir alle drei Flammen gesammelt haben, ne? Tempel des Siegels. Guten Tag. Das Schwert. Es trägt die drei Flammen in sich. Gut gemacht, Link. Das Schwert fließt nahezu über vor Kraft. Diese Kraft, die Force. Die heilige Kraft, die das All, die die alten Götter dieser Welt hinterlassen haben. Diese Kraft wird in der Hymne der Göttin besungen. Und nun erfüllt sie dich und dein Schwert. Nun denn, Link, öffne das Zeitportal. Diese Kraft, dein Schwert, wurde durch die Force gestärkt. Triff nun das Zeitportal mit dem Himmelsstrahl und es wird sich sicher öffnen lassen. Stelle dich auf diese Plattform und lasse die Kraft des Schwertes in das Zeitportal fließen. Okie dokie. Machen wir das doch mal. Ah! Ei der Göttin, das Siegel wurde erneut gebrochen. Er ist wieder erwacht. Vielleicht eine Reaktion auf die heilige Kraft, die von deinem Schwert ausging. Aber wir müssen das Schwert einsetzen, um das Zeitportal zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Link, du musst diese Bestie ein weiteres Mal bannen. Haha, endlich. Endlich kann ich es ausprobieren. Dagegen kann dieses Vieh nicht anstecken. Ha. Quatscht ihr ruhig noch ein bisschen, ich gehe schon mal vor. Kommt zu einer weiteren Konfrontation mit dieser Bestie. Wir wissen alle, wer das ist. Der Verbannte. Er ist wieder erwacht. Du musst diese Bestie ein weiteres Mal bannen, Link. Ja, bin dabei. Dann, machen wir uns mal auf, ne? Bardo? Hey, Link! Sieh dir das an. Das ist meine mächtige Geheimwaffe. Mein mächtiges Katapult. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Ich muss gestehen, ich habe mich dafür auch mächtig ins Zeug gelegt. Schau gut hin. Die ganzen Schienen rund um diese Grube habe ich ganz alleine gelegt. Klasse, was? Ich bin selbst ganz begeistert von mir. Wusste gar nicht, dass ich so vielseitig begabt bin. Ja gut, hast auch genug Zeit gehabt, ne? In der Zeit, wo wir halt mit den drei Flammen beschäftigt waren. Jetzt gilt es nur noch, das Katapult in Stellung zu bringen und dem Kerl eine ordentliche Ladung zu verpassen. Mit so ein paar Bomben sollten wir selbst einen Koloss wie ihn
für kurze Zeit außer Gefecht setzen können. Aber ein wenig zu früh kommt er mir schon. Ich muss hier noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen, um das Katapult zu bewegen zu können. Ich melde mich, wenn ich soweit bin. Bis dahin bist du auf dich ganz alleine gestellt. Typisch, kennen wir nicht anders. Wir sind immer auf uns alleine gestellt. So, da komm mal raus. Und zeig deine hässliche Fratze. Noch ein drittes Mal. Oder zweites Mal. Der Verbannte. Ne, zweites Mal, der hat jetzt Arme. Was ist das? Dieses Mal sind ihm Hände gewachsen. Perfekte Gelegenheit, dir meine Erfindung zu demonstrieren. Ich bereite alles vor und gebe dir Bescheid, wenn ich bereit bin. Kämpf du so lange mit ihm oder so. Ja, wow. Kämpf du so lange mit ihm oder so. So, wir nehmen mal das hier aus der Mitte, weil das ist die beste Gelegenheit, halt auf seinen Kopf zu kommen. Unten an den Füßen können wir halt nicht so viel machen. Jetzt müssen wir nur halt richtig treffen. Was macht der denn? Ey, warum fliege ich jetzt dran vorbei? Hey Link, ein Katapult ist bereit. Wenn dieses Vieh die Wände hochklettern will, können wir ihm damit eine Ladung verpassen. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann ruf mich einfach durch das Drücken von X. Ja, mach mal. So, jetzt bin ich dran. Bewege das Katapult mit Hilfe von dem linken Joystick und visiere den Feind an. Durch Drücken von ZR schießt du die Bombe ab. Greif ihn an, wenn er dann benommen ist. Wenn du dir mit der Bedienung des Katapults nicht sicher bist, drücke einfach linke Pfeiltaste, um nachzusehen. Alles klar? Na? Wie gefällt dir mein kleines Spielzeug? Da machst du Augen, was? Das hättest du mir nicht zugetraut, oder? Ich leg schon mal das nächste Geschoss ein. Sag mir Bescheid, wenn es losgehen soll. Oh. Wollt ihm gerade auf Kopf springen, weißt du? Und dann kommt diese Zwischensequenz. Und dann siehst du nur Link da so ganz locker vorbei segeln, ey. So. Na, der will uns runterschütteln. Bin gerade am überlegen, ob wir Bardo direkt mit einbeziehen sollen. Ich mach das mal. Ja, komm, treff bitte. Oh, perfekt. So, zweites Mal. Und Treffer. Jawohl. Der kommt da gar nicht aus dem Loch raus, ey.
Na komm. Link ist schon in der Luft wahrscheinlich. Ja. Oh. Okay. Na komm, mach den mal weg da. Genau. Schön betäuben. Komm, das schaffst du, Link. Das schaffst du, komm. Das schaffst du, ja. Jawohl. Ja. Da haben wir ihn. Zack. Los, Link. Lenke den Himmelsstrahl auf den Siegelstein. Schnell. Ja, machen wir. Hätte uns eigentlich gar kein Herz abgezogen, sehe ich das richtig? Weil wir halt die ganze Zeit in der Luft mit dem gekämpft haben. Ah, das ist immer cool, ja. Zack, zack, zack und zack. So, versiegelt. Zum zweiten Mal. Hey! Gut gemacht, Link. Aber ohne mich hättest du es sicher nicht geschafft. Ja, kannst dir eine Scheibe von abschneiden. Und jetzt... Lass uns endlich dieses Zeitportal öffnen. Ich gehe schon mal vor. Bardo, Bardo, Bardo. Wo sind wir genau hier hinten rausgekommen? Krass. Oh, los. Du hast ihn wieder in seinem Gefängnis versiegelt. Hm. Link. Mit Bardos Hilfe. Ihr beide zusammen. Hehe, lass gut sein, Mütterchen. Du hast mir doch beigebracht, dass selbst ein Tonischgut wie ich etwas bewirken kann. Das hast ganz allein du selbst geschafft. Es ist Zeit, dass wir uns über dieses Ungeheuer reden, Link. Es ist die Verkörperung des Bösen. Wenn du das Zeitportal öffnest, wirst du die Wahrheit erkennen. Das Biest wird wieder und wieder das Siegel brechen, um freizukommen. Wir müssen seinen Ursprung zerstören. Sonst wird es uns immer wieder heimsuchen. Schnell, Link. Konzentriere die Force
in deinem Schwert und richte den Himmelsstrahl auf das Zeitportal. Das meintest du doch, Mütterchen. Ja, ha? Geh jetzt, Link. Aber der Neumal-Kluge, weißt du, wenn es bereits gesagt wurde, dann macht er dasselbe nochmal. So, Zeitportal. Da ist das Zeitportal. Das Zeitportal wurde aktiviert. Du musst dich nicht fürchten, Link. Dieses Portal führt weit zurück in die Vergangenheit. Es verbindet dich über die Zeiten hinweg mit Zelda. Geh, durchschreite das Portal und du bist am Ziel deiner langen Suche. Ich halte dann mal die Stellung hier. Das Mütterchen sagt ja ständig, dass das Ungeheuer wiederkommt. Und da muss ihm ja jemand eine Abreibung verpassen. Darauf muss ich mich vorbereiten. Und wer soll sich sonst um das Mütterchen kümmern? Außerdem... Ach, nichts. Grüß Zelda von mir, Link. Hylia-Tempel. Und die Hüterin sagte ja schon, dass hier die Vergangenheit ist. Das heißt, der Siegel, der Tempel des Siegels, war eigentlich Hylias Tempel. Der Göttin Hylia. Interessant, interessant. Aber ich würde mal vorschlagen, an dieser Stelle speichern wir jetzt erstmal ab.
dann ist das ein guter Cliffhanger für die nächste Folge. Und sage damit erstmal so, Freunde, hiermit beenden wir diesen Part von The Legend of Zelda Skyward Sword HD und sehen uns im nächsten direkt wieder. Da werden wir uns dann, ja, endlich wieder mit Zelda treffen, nehme ich mal an. Und wir werden auch Impa treffen, die haben wir jetzt gerade im Bild gesehen. Dann werden wir mit denen wahrscheinlich ein bisschen quatschen. Und die werden uns noch weitere Informationen geben, was denn hier jetzt alles, oder womit das sich jetzt alles hier auf sich hat. Auch wahrscheinlich auch Informationen über dieses Ungeheuer, über diese Bestie. Seid auf jeden Fall gespannt. Sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr halt keinen weiteren Part von diesem Let's Play verpasst. Bis dann, Freunde. Ciao!